Take the halls with boughs of holly. La 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 la. Vor 2000 Jahren verließ Jesus Christus, der Sohn Gottes, das himmlische Reich und kam in unsere Welt. Eine Welt voll Egoismus, Bosheit, Krieg und Armut. Der allmächtige Gott beschloss, ein Mensch zu werden. Der, den das ganze Universum untersteht, wurde ein verletzliches Kind. Der, dem alle Reichtümer dieser Welt gehören, wurde in einen einfachen Stall geboren. Der, der die pure Liebe ist, wurde ein Mensch und durchlebte Schmerzen, Kälte und Verletzungen. Aber die Menschen waren nicht bereit, so einen Gott anzunehmen und lehnten ihn ab. Die Schöpfung kreuzigte den Schöpfer. Doch wieso hat er sich dazu entschieden, diesen Preis zu bezahlen? Weil die Liebe genauso handelt. Sie stellt den Liebenden an die erste Stelle. Für Jesus war unser Leben wichtiger als sein eigenes. Unsere Ängste, Schmerzen und Verletzungen waren ihm nicht egal. Mit seinem Tod hat er für unsere Sünden bezahlt. Und seine Auferstehung öffnet uns die Tür für wahre Liebe und ein ewiges Leben. Das Weihnachtsfest ist genau deshalb eine Erinnerung daran, wie wertvoll du für Gott bist. Und genauso wie vor 2000 Jahren will er dir Liebe, Freude und Frieden geben. Möchtest du, lieber Zuschauer, diese wahre Liebe und dieses ewige Leben haben? Dann nehme heute Jesus Christus als deinen Erlöser an. Ich bin das Türchen Nummer 18. Und ich wünsche dir noch einen schönen, gesegneten Tag.